Nun kommen wir zu einem ja, traurigen Fall, zu einem super hübschen jungen Hund, der Rüde Theo. Ist leider schon seit 2018 im Tierheim. Mischling, mittelgroß, circa jetzt 10 Jahre alt, Kastration ja. Theo ist, wie es unten steht, letzten Nachtrag Oktober 22 gegenüber Fremden ist Theo noch immer sehr misstrauisch. Bei den Tierheimmitarbeitern hingegen ganz sanft und sehr lieb. Als fremde Person sollte man alleine seinen Zwinger nicht betreten. Ja gut, er hat natürlich seinen Zwinger, seinen Schutzraum. Das trifft auch auf die anderen Hunde, 300 zu, die ich noch vorstellen werde. Kurzes Video von Theo. Auf jeden Fall noch schnell bei Fuß. Ja, und mit seiner Tierheimmitarbeiterin ist er ganz, ganz lieb. Das ist eine Familie wahrscheinlich schon. Spielt mit Bällchen. Er will laufen. Der Hund braucht einfach jemanden, der ihm Liebe und Zuneigung zeigt. Und jemand, der ihm einfach zeigt, du hast es gut, du hast keine Angst vor mir, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Der geht ein super lieber Hund mit seinen Tiermitarbeiter, Tierheimmitarbeiter, Mann. So. Ja gut, die Hunde, die lange im Tierheim sind, denken manchmal doch nichts mehr. Jeder, der reinkommt, ist erstmal böse. Oder jeder Fremde, sagen wir so, hört sich blöd an, aber ist so. Die haben einfach aufgegeben. Aber dieser Hund ist ja super lieb, super freundlich. Und ein super schöner Hund. Tolles Gesicht. Tolle Färbung, danke Monika, als Rettungspatin. Schöner Hund, gefällt mir gut. So, was steht hier? Theo kam am 28.06.2018, also vor mehr als 6 Jahren, als Fundhund zu unseren Tieren, wachte nun schon mehr als 6 Jahre vergeblich auf ein neues Zuhause. Tut mir leid. Er ist ein fröhlicher Hund, der sich mit Hündinnen gut versteht. Und der sehr gerne Gassi geht. Also als Zweithund wäre wahrscheinlich perfekt. Die Hündin, die würde ihm einfach zeigen, hier hast du es gut, hier ist eine tolle Familie. Einfach loslassen, hier droht dir keine Gefahr. Aber er braucht etwas Zeit, fremden Menschen zu vertrauen. Ja, kann ich gut verstehen, ja. Theo mag Frauen lieber wie Männer. Ja. Frauen sind einfach im Bereich Tiere die besseren Menschen. Punkt. Wobei er mit unseren männlichen Mitarbeitern keine Probleme hat. Also wenn er sich an jemand gewöhnt hat, alles top. Theo ist wirklich liebenswert und absolut zauberhaft. Seine spitzbübische Optik entspricht seinem charmanten Wesen. Genau, ja. Ja, er ist. Ja, Achtung, hier komme ich. Aber ein schöner Hund. Kommt gut mit seinen Tierheimmitarbeitern aus. Ich denke, er muss sich eine Zeit lang an den neuen herrschenden Frauchen oder Familie gewöhnen. Für, naja, für Familien mit kleinen Kindern eher nicht. Aber für Mann, Frau, Pärchen, die noch selber noch fit sind, also Rentner, Senioren, ist er einfach zu agil, zu schnell, zu fit. Aber sonst ein super schöner Hund. Würde mir gefallen, auf jeden Fall. Nur wie gesagt, mit Rüden, ich habe einen Rüden, das würde, glaube ich, Ärger geben. Okay. Wer einen fitten, jung gebliebenen, circa 10 Jahre alten Rüden sucht, der mit Hündinnen ohne Probleme zusammenwohnen kann, als Zweithund wäre perfekt. Der sollte mal hundefreundlichverleben.org besuchen. Link oben rechts oben im Video, unten in der Beschreibung. Der Theo, ein liebenswerter Hund, der noch etwas. Ja, die neuen Menschen Zeit geben muss, sich ja, zu gewöhnen. Ja, der sollte einen guten Hund bekommen. Und hiermit sage ich dir, Theo, du wirst noch jemanden finden. Das hoffe ich. Wir sehen uns vielleicht in Deutschland irgendwann mal. Bis dann. Mach's gut.